Nebenmission erfolgreich bestanden. Kann man schnell reisen? Social Feed. Wahrscheinlich wird das noch freigeschalten. Ah, stimmt, das könnten wir eigentlich machen. Das nehmen wir gerne. Lieber. Gut. Jetzt heißt es, knapp 3 Kilometer durch Manhattan schwingen. Okay, das sieht jetzt aus wie Kunstsachen. Wing. Jo. Ja. Wie hat euch seinerzeit das Game gefallen? Weil für mich ist es jetzt wirklich im 24 das erste Mal, dass ich das einerseits mir geholt habe. Andererseits. Bekanntlich verbreite ich nicht gerne Verschwörungstheorien. Es sei denn, es könnte was Wahres dran sein. Wie bei dieser. Spider-Man soll sich in der Nähe von Funktürmen rumtreiben. Erst dachte ich, er wolle sie sabotieren. Aber dann kam mir ein weitaus alarmierenderer Gedanke. In seiner kranken Einbildung, er würde uns beschützen, hackt er vielleicht alle unsere Gespräche. Geschäftsabschlüsse, Kreditkartentransaktionen, persönliche Gespräche mit der Frau auf meiner langen, einsamen Lesereise. Also irgendeine Lesereise natürlich. Ich rede nicht von mir selbst. Sowas mache ich nicht. Und wer denkt, er hätte solche Aufnahmen von mir, liegt falsch. Okay. Glaubst du, der müsste nochmal sein wenig das Hirn anschalten? Whoop. Also Verschwörungstheorien, ne? Das hat auch so irgendwie die größten Wurzel des Übels in Amerika. Also ich kenne kein Land, das so bekannt dafür ist, für Verschwörungstheoretiker. Wir haben einen bewaffneten Raubüberfall. Brauchen Verstärkung im Meatpacking District. Over. Später zuerst mal Anzug reparieren. Und dafür die Solarzelle kaputt gemacht. Octavius Industry. Anscheinend ist Doc schon weg. Zeit für ein bisschen Spinnenarbeit. Ja gut, würde ich jetzt ziemlich vermuten, dass der weg ist, so lange wie wir gebraucht haben, die ganze Stadt ein paar Verbrechen zu lösen. Haben wir da noch? Oh, Materialkandidat. Diese Station ermöglicht dir Spektrograph-Projekten zu arbeiten. Erhalte EB und andere Belohnungen, wenn du Projekte abschließt. Mit deinem Fortschritt im Spiel werden weitere Spektrographen-Projekte freigeschalten. Analysiere. Was wollte Doc denn damit? Einfach, aber funktioniert. Wunderbar. Polydimethylsiloxan. Also verzeiht, wenn ich das nicht immer richtig ausspreche, aber es gibt in Chemie und allem Möglichen. Scheint ein weiterer potenzieller Kontaktwerkstoff zu sein. Bei manchen unbekannten Substanzen müssen mehrere Fragmente übereinander gestapelt werden. Okay.
Wenn zwei Absorptionslinien übereinander stimmen, werden sie zu einer dickeren Absorptionslinie kombiniert. Okay, verstehe. Also das heißt, wir haben hier einmal den Dreier. Wir haben hier den Dreier. Dann haben wir den und... Der passt nicht. Den. Und den. Und dann nur eine Mittel. Das nicht. Dann das raus. Und das. So hat's gepasst. Hydrogel IPN. Hydrogel IPN. Vielversprechend. Wäre bestimmt ein tolles Gewebeinterface. Materialkandidat B62. Mal schauen, was da jetzt kommt. Was wollte Doc denn damit? Manche Fragmente erhalten substraktive Linien. Wenn eine substraktive Linie eine Absorptionslinie überschneidet, haben sie sich heben sie sich gegenseitig auf. So rum. Okay. Den hier. Den hier. Und den hier. Dann bräuchten wir den. Den. Und den. Sehr interessante Rätsel. Gefallen mir gut. Sehr leitfähig. Aber wer weiß, wie stark es sich langfristig abnutzt. Es könnte sich aufspalten. Das ist immer die Gefahr. V13. Was? Doc hat die Biokompatibilität von Graphen getestet. Aha. Den, das wäre das. Nee. Das müsste... Aber wenn ich den so mache... Wie komme ich dann... Dann habe ich das nicht richtig. Ist aber die falsche. Ich muss das nochmals überdenken. Das sind alle, die ich habe. Da bräuchte ich zwei. Das heißt einmal das und einmal das, dass ich die drei habe. Dann den. Nein, warte mal. Den raus. Den und den für die. Dann habe ich den und den. Den und den und dafür den raus. Wunderbar. Ein wenig umdenken und dann hat's geklappt. Nicht so toll. Ziemlich hohe Zytotoxizität. Eher kein geeignetes Gewebeinterface. Gut, dann hätten wir mal bis und mit... 4 abgeschlossen. Hat mir sehr gut gefallen. Und gibt natürlich ein paar Bonuserfahrungen. Und dann mal schauen, ob wir hier noch was haben. Bei den Schaltkreisen. Oh ja. Da hat es ein bisschen was gegeben. Doc bindet ein einfaches räumliches Mapping-System ein. Wunderbar. Das ist cool. Arme bekommen dadurch ein Gespür für ihre Umgebung. Gut für das Körperbewusstsein. Balance-Kompensation
Das Armgyroskop muss auf automatisch stehen. Wir bräuchten eine plus 4. Was wäre maximal 6? Wir müssen auf 5 kommen. Dass das klappt. Okay. Sind es 5, genau. Und 4. Yeah. Wunderbar geklappt. Fertig. Jetzt können Träger der Prothesen sehr viel besser das Gleichgewicht halten. Und Leistungseffizienz? Doc versucht, den Gesamtenergieverbrauch der Prothese zu verringern. Zielspannung 8. Okay, wir hätten da einen plus 5. Wenn ich eine minus 2 mache, 5 und 4, aber dann wäre es minus 1, ne? Eine 5. Und eine 4 gibt 9. Minus 1 gibt 8. Ja. Sehr schönes Rätsel. Super. Viel effizienter. Und vermutlich sicherer. Gut. Dann haben wir wieder ein paar Sachen erledigt. Viele lange Nächte in diesem Labor. Zum Glück hat Doc immer für Snacks gesorgt. Mehr von den Käsewürfeln wäre allerdings nicht schlecht gewesen. Ja, jeder hat seinen Favorit. Okay. Der wirkliche Fan der Musik bin ich nicht. Wie schnell sich die Prothese entwickelt hat. Ich erinnere mich noch an unseren Prototyp mit Teilen aus einer alten Mikrowelle. Kann man so ein wenig auch den Fortschritt sehen? Das würde mich natürlich Wunder nehmen, wenn man dann plötzlich auch so Finger bewegen kann und allem. Das wäre eigentlich nicht. Wir müssen unseren Arbeitsplatz wirklich besser organisieren. Die Prüfung des Zuschusses war ein Debakel, ja. Aber vielleicht hat sie mich auch inspiriert. Wir müssen die Erwartungen der Kommission nicht nur erfüllen. Wir müssen sie übertreffen. Ja, das ist ja eigentlich immer der indirekte Ansporn. Octavius Industry, better technology for a better world. Creating the world you want. Octavius Industry, groundbreaking technology, creating the world you deserve. Groundbreaking technology for you. Gut, also ich glaube, das Laufband wird er wohl kaum benutzt haben. Haben wir sonst noch was? Sieht jetzt vom ersten her nicht danach aus. Octavius. Doc hat viele große Durchbrüche gehabt, stand aber immer im Schatten. Meistens von Oscorp. Dieses Mal wird es anders sein. Was ist Oscorp einfach so eine riesen Technologie-Medizin-Institution in Spider-Man-Universum? Kann das sein? Weiß es nicht.
wie gesagt, ich lerne wirklich viel. Gut, auch nicht wirklich, wenn man dann den Zusammenhang nicht mitkriegt. Jetzt habe ich so zuerst aus dem Augenwinkel mit dem Blau und dem Gelb gedacht, ist da jetzt so ein Fallout-Guy hier drin versteckt? Hätte ja sein können, wenn sie das gefunden hätten. Okay, die sind geil. Könnte man in Isaac machen. Mein Abschluss scheint ewig her zu sein. Ich war Praktikant bei Doc. Durch ihn habe ich erkannt, dass ich im Laborkittel ebenso helfen kann wie in Strumpfhosen. Vielleicht sogar mehr. Ja, aber es sieht da sehr Photoshop aus, ne? Sehr Photoshop sieht das aus. Also schon schön, aber irgendwie Photoshop. Parker. Dr. Octavius, was haben Sie da? Chinesisch. Hätte ich gewusst, dass Sie hier sind. Woran arbeiten Sie? Oh, nur was nebenbei. Natürlich. Sie sind's. Ich weiß nicht, was Sie... Kommen Sie, Parker, es ist offensichtlich. Dafür gibt es eine Erklärung. Hätten Sie doch früher was gesagt. Ich wollte ja... Aber ich dachte, wenn sich das rumspricht, ist meine Familie in Gefahr. Ja. Ich schätze, wenn Sie seine Ausrüstung anfertigen, macht sie das auch zur Zielscheibe. Ja. Ich meine, ja. Keine Sorge. Ich sag's nicht weiter. Gut. Dann machen Sie mal. Lesen Sie Ihre E-Mails. Ich hoffe, Doc will mich nicht feuern. Ja, das könnte in Amerika mit allem Möglichen gehen, ne? Peter, die Enthüllung Ihres Nebenjobs als Anzugschneider von Spider-Man, heißt das so? Hat mich daran erinnert, was für ein guter Mensch und Partner Sie sind. Trotz Ihrer harten Arbeit finden Sie immer die Zeit, anderen zu helfen. Mir fiel auf, dass der Anzug beschädigt ist und ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich ein paar Verbesserungen dafür entworfen habe. Anbei finden Sie einige Ideen, wie Sie den Anzug verbessern und Spider-Man schützen können, der so viel für diese Stadt tut. Ich freue mich auf unsere unglaubliche Arbeit und darauf, dass wir die Welt verändern. Ihr Partner und Freund, Otto. Okay. Dann hat er die Entwürfe gemacht und wir müssen sie sagen, okay, nehmen wir sie rein oder raus? Weiße Spinne, According to Dr. Kiesler... Also ich kann die Schrift kaum lesen. Das ist... Anzug. Jetzt kannst du deine Marken einsetzen, um den verbesserten Anzug herzustellen. Okay. Schließe Nebenmissionen und Aktivitäten in der Stadt ab, um Marken zu verdienen. Halte Leertaste gedrückt, um den verbesserten Anzug herzustellen. Neuer Anzug, neue Anzugskraft freigeschalten. Anzugskraft. Die Herstellung eines neuen Anzugs rüstet automatisch die neue Anzugskraft aus. Nutze das Anzugskraftmenü, um zu einer beliebigen vorherigen freigeschalteten Anzugskraft zu wechseln. Anzüge können auch mit Anzugmods verbessert werden. Hier kannst du Anzugmods freischalten und ausrüsten. Schließe Nebenmissionen und Aktivitäten ab, um Anzüge, Anzugskräfte und Anzugsmods freizuschalten. Benutze Marken, um Anzugmods herzustellen.
Anzugmodifikationen verbessern deine Fähigkeiten sowie Angriff und Verteidigung. Du kannst 3 Anzugmods gleichzeitig ausrüsten und Bonuseffekte zu stapeln. Das müsste gehen. Sorry, bin spät dran! Ich komme! Siehst gut aus, Buddy! Hallo, New York! Neuer Anzug, altes Ich! Okay. Über den DLC-Reiter im Tapfenmenü kannst du die Stadt, was? Hauptstory, der Raubüberfall, Revierkämpfe, Silverling, Linling, Linning, Silverlining. Nee. 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 Der klassische, der zerrissene, der weiße. Okay, okay, okay. Okay. Alter. Echt jetzt? Mit der Tüte auf dem Kopf? Weiße Spiele. Ja. Nee. Nee, nicht wirklich. Mode-Ikone, trage 5 neue Spider-Man-Anzüge. Das sieht eher so aus. Ja, Comic-Stil-mäßig, ne? Mit noch, Dings, sagt schon, nicht Transformers, sondern, ach, wie hießen die aus dem asiatischen Bereich, die, Power Ranger? Keine zugehörige Anzugskraft. Gefällt mir. Der sieht interessant aus. Es ist nicht der Venom-Anzug, aber eher weniger. Okay, zu dem. Ich finde fast den am geilsten. Anzugskraft. Und was macht der? Die Hybrid-Biombran generiert schnell für kurze Zeit Fokus. Zum Aktivieren 3 drücken. Anzug-Mods. Kampftech, lautloser Tritt, Ballistik-Einlagen, verringert genommen Projektile-Schaden, Langstreckenscanner, gepolstert, verringert genommen Nahkampfschaden. Kann ich den... Nehmen wir mal. Kampfanalyse, mehr EP, Entladungsenergiezellen, perfektes Ausweichmenü erhöht vorübergehend den Schaden. Gerätangriff generieren Fokus.
Geräteangriffe. Im zweiten. Okay, da fehlen mir noch ein paar Sachen. Wahrzeichenmarken. Die sind halt noch nicht freigeschaltet, ne? Ja gut, dann schon mal zwei Mods drin. Dann mal Octavius Industrie, genau. Mein Apartment. Ach, das ist die Zoom-Stufe, okay, verstehe. Hauptstory. DLC, die Stadt, die niemals schläft. Episode 1, der Raubüberfall. Aus Felicias Hardy, auch bekannt als Black Cat, New York zurückkehrt, holt Spider-Mans Vergangenheit Peter Parker ein. Ein neuer Schurke New York City bedroht, geraten die Welt von Spider-Man Peter Parker aneinander. Um die Stadt und jene, die er liebt, zu retten, muss er über sich hinauswachsen. Ja, Hauptstory. Ich würde mal sagen, so machen wir so etwa bis 50% mit der Hauptstory und dann gehen wir mal die DLCs durch. Spider-Man. Ich weiß jetzt, wie Fisks Leute das Geschäft am Laufen halten. Baustellen. Wurden die nicht geschlossen, als er verhaftet wurde? Nein, das ist eines seiner seriösen Geschäfte. Mehrere Investoren. Wir haben keine Handhabe gegen ihn. Aber jetzt schon, richtig? Deswegen ist es gut, wenn du die Baustellen im Auge behältst und mir alles Verdächtige meldest. Alles klar. Ich bin die neugierige Spinne aus der Nachbarschaft. Ja, okay. Nebenmissionen sind noch keine aufgeploppt soweit. Okay. Alle Einheiten, gerade wurde ein Einbruch gemeldet. Brauchen sofort Einheiten beim Union Square. Also... Meine treuen Zuhörer, Bürstenköpfe nennen sie sich, warum auch immer, erinnern sich an meine Warnung bezüglich Entschuldigung, dieses Verzeihung. Verbrechensüberwachungssystems, auf das Orwell stolz wäre. Gute Nacht! Und in Ruhe! Nein, das ist nicht okay! Kommt hier rüber! Alter, was... Ah, ich habe schon wieder die komplett falsche Taste. Du gehörst mir! Ich abdanken. Okay, ich glaube, er ist uns überlegen. Du hast darum gebeten. Er war ein Loser. Ich bin keiner. Und weg. Also, später im Knast habt ihr beim Ausbrechen wahrscheinlich so viel Erfolg wie beim Einbrechen. Ja. Gegen die Wand. 25 von 100. Bis wir wahrscheinlich dort irgendwie so eine spezielle Marke noch kriegen. Das kann ich verkaufen. Wieso wollt ihr immer alles verkaufen? Yuri, ich bin an einer Baustelle von Fisk. Und hier laufen viele Typen rum, die nicht wirklich was bauen. Was machen sie? Das finde ich heraus. Ich habe eine Nachricht von Doc. Anscheinend hat er eine Idee für ein Spidey-Gadget angehängt. Der findet doch ständig was. Öffne die Geräteseite mit Tab. Mit den Plänen von Otto kannst du jetzt... das Aufprallnetz herstellen. Halte Leertaste gedrückt, um das Aufprallnetz herzustellen.
Aufprallnetz freigeschalten.